Stell dir mal vor, du kommst in ein Land als Ausländer und bekommst für deine Arbeit mehr Geld für dieselbe Zeit und Leistung als gegenüber dir sitzend ein Mensch, der einheimisch ist. Meinst du, das ist möglich in der Türkei? Sprichwörtlich, das wäre so, als wenn ich jetzt hier als Deutscher in die Türkei komme und dann mehr Geld bekomme für eine Angestellten-Tätigkeit als ein Türke. Schick das Video gerne an Türken und lass mich wissen, was du auch dazu sagst, denn das, glaubst du nicht, das macht Deutschland möglich. Schau dir das unbedingt an. Stell dir mal vor, jemand, der gerade in dieses Land gekommen ist, kriegt für die gleiche Arbeit, die du machst, mehr Geld. Es klingt verrückt, es klingt auch in meinen Augen verfassungswidrig, aber genau das plant jetzt wirklich die Ampelregierung. Sie möchte das nämlich verkaufen unter einer Fachkräfteanwerbungsoffensive, dass Menschen, die hierher kommen, in den ersten 3 Jahren weniger Einkommensteuer zahlen müssen als deutsche Staatsbürger. Es ist, wie gesagt, in meinen Augen verfassungswidrig, es ist vor allem auch moralisch verwerflich und es ist inländerfeindlich, weil, wie gesagt, die Arbeit ist die gleiche. Warum sollte man das hier bevorzugen? Und das geht auch völlig an der Lebensrealität eigentlich vorbei. Es zeigt, wie hilflos die Ampel ist und es zeigt aber auch, wie wenig Ahnung sie eigentlich von der Materie hat. Wenn man sich wirklich auf dieses Problem vorbereiten möchte, dann müsste man in die eigene Zukunft investieren, in die eigene zukünftige Generation investieren, in Bildung, in Forschung etc. und nicht in so eine Diskriminierung. Es geht einfach wirklich vorbei, aber es zeigt, wie gesagt, mit welcher Art von Regierung wir es ja aktuell zu tun haben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Was meinst du, was die Türken mit mir machen würden? Lass es mich gerne mal wissen. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und vor allen Dingen, was glaubst du, was in den Köpfen der Deutschen dann los ist? Ist es vielleicht gewollt? Ist es bewusst so gemacht, dass eben mehr Hass, mehr Wut entsteht? Weil ich finde das persönlich echt krass. Und das, meine Freunde, das finde ich sogar menschenverachtend und das ist eigentlich schon wieder rassistisch. Ich finde es gut, wenn andere Menschen von anderen Kulturen natürlich auch nach Deutschland kommen, weil es kann natürlich auch ein Mehrwert sein, eine Bereicherung. Aber das, was doch die letzten Jahre passiert ist, sei doch mal ehrlich, das ist doch nicht im Sinne des deutschen Volkes. Und wenn ich sage des deutschen Volkes, dann meine ich auch alle Ausländer, die seit Jahrzehnten und Generationen übergreifend und speziell hier natürlich die türkische Community in Deutschland leben. Verdammte Axt, es gibt so viele Türken sozusagen, die mehr deutsch sind als Türken. Das ist krass. Das höre ich und sehe ich sogar auch immer wieder in den Kommentaren, dass die Türken sich mehr deutsch fühlen als die Türken, als Türke. Ja, und auch wenn sie in die Türkei kommen, werden sie als Deutsche bezeichnet. Ja, also das ist ja schon ein Zeichen. Ja, also das finde ich krass. Und da muss man aber natürlich unterscheiden. Wer kommt als Fachkraft? Wer kommt in ein Land, was eventuell jetzt aktuell in wirtschaftliche Not kommt? Aufgrund von Sachen, die vor Monaten, vor Jahren schon umgesetzt worden sind, die nicht hilfreich waren. Und dementsprechend finde ich das sehr, sehr krass und sehr demütigend auch, dem deutschen Volke gegenüber, wenn sowas ist. Da muss man sich nicht wundern, meiner Meinung nach, wenn mehr Wut, mehr Hass, in dem Fall auch mehr Rassismus entsteht gegenüber diejenigen, die neu reinkommen. Und ich weiß, es gibt auch unter denen, die jetzt neu reingekommen sind, die letzten Jahre natürlich auch, gute Menschen, die natürlich wirklich bestrebenswert sind, was zu lernen, die deutsche Sprache zu lernen, arbeiten zu gehen, was beizutragen, Geld zu verdienen, das ist doch vollkommen in Ordnung. Und ich weiß, solche Menschen gibt es und das ist auch gut so. Aber es gibt einfach, auf gut Deutsch gesagt, auch Schmarotzer, das muss man einfach mal auch so sagen, die das System einfach ausbeuten wollen. Ja, das ist nichts anderes wie in anderen Systemen auch. Es gibt ja Sachen, wo alles rausgequetscht wird aus den Menschen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht mit sich machen lässt. Und ich denke, da hast du doch Verständnis dafür, oder? Wenn ja, darfst du und kannst du dem Video schon mal einen Daumen nach oben da lassen, dass das mehr Menschen auch sehen. Und du kannst gerne deine Meinung dazu da lassen und du kannst sogar den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und als Topping obendrauf, wenn dir das Video gefällt bis jetzt, kannst du es sogar teilen. Und wir können uns gerne auch austauschen in den Kommentaren. Ich versuche auf alle Kommentare drauf einzugehen und freue mich auch auf dein Feedback. Denn dieses, wie nennt sich das, Fachkräfteanwerbungsbooster, nenne ich es jetzt mal, Offensive, das ist doch krass. Was meinst du, was für Gelder da flöten gehen, beziehungsweise falsch vielleicht auch investiert werden?
Also ich finde das wirklich ganz, ganz krass. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das hier in der Türkei möglich ist. Aber vielleicht ist es ja auch normal. Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler. Vielleicht ist es ja auch ein Problem, was ich habe. Oder du. Lass uns diskutieren in der Kommentarfunktion. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Sprech mal deine Leute an, deine Freunde, deine Kollegen, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, was die dazu sagen. Und ich persönlich möchte noch dazu sagen, dass ich froh und dankbar bin, natürlich hier in der Türkei sein zu können, unter den türkischen Landsleuten. Und ich bin sehr froh und stolz auch darauf, dass ich nicht unbedingt auf die Kosten eines anderen Volkes, eines Staates oder sonst irgendwas leben muss. Dementsprechend bin ich sehr froh und dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, auch anders Einnahmen zu generieren und nicht, wie viele einfach nach Deutschland kommen wollen und einfach dieses System plündern wollen. Ja, es gibt einfach sehr, sehr viele Negativbeispiele, aber es gibt natürlich auch sehr viele positive Beispiele. Ja, vielleicht kennst du den einen oder anderen, vielleicht kannst du was dazu berichten und ich persönlich finde es 1A klasse, dass die Türkei auch aus inländischer Sicht, also aus der Sicht der Türkei, diese Maßnahmen auch fährt, wie sie aktuell fährt. Dass sie natürlich nicht Hans und Franz sozusagen in das Land legal reinlassen. Dass natürlich irgendwie über die Landesgrenzen illegal irgendwelche Menschen reinkommen. Das kann natürlich sein und das kann man auch nicht unbedingt dann immer verhindern. Aber das, was sie natürlich verhindern wollen, ist natürlich auf öffentlicher Basis zumindest, dass Menschen einfach hier leben, ohne irgendwas beitragen zu können. Entweder du kommst hierher als Ausländer, integrierst dich, gehst arbeiten, hast du sozusagen ein Angestelltenverhältnis, hast dementsprechend quasi auch Arbeit zu verrichten, zahlst auch Steuern und bringst Leistung, ja, dem Türken, dem türkischen Volk der Türkei, oder eben du bist Rentner oder du hast andere Möglichkeiten der Investition, wo auch die Türkei was von dir hat. Dementsprechend ist das zu hinterfragen, was Deutschland da wirklich vorhat. Das, was das deutsche Volk auf jeden Fall aktuell nicht braucht, ist schlechte Stimmung. Weil schlechte Stimmung nach dem Fußball-EM aus herrscht ja sowieso wahrscheinlich schon. Da brauchen wir sowas dann nicht nochmal. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich mit meinem Kanal allgemein natürlich Beiträge dazu bringen kann, mehr Sonne und mehr Motivation natürlich auch und auch Unterhaltung bieten zu können, egal wo und wann du bist. Und ich freue mich da auch auf Input immer von neuen Menschen auch zu hören und zu sehen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 3000 Abonnenten hier auf diesem YouTube-Kanal, also richtig stark, richtig cool, das freut mich sehr. Darf gerne so weitergehen und bin gespannt, was du auch allgemein zu der Lage in Deutschland sagst, denn ich finde es einfach nur krass, was aktuell einfach abgeht. Man hat echt das Gefühl, seitdem wir auch ausgewandert sind, und es war wahrscheinlich auch vorher so, dass einfach alles irgendwie, auch wenn es so eine Art Salami-Taktik ist, mehr und mehr in eine falsche Richtung geht. Nicht dem deutschen Volke wohle, nein, sondern dem Wohle von denjenigen, die wir niemals zu Gesicht bekommen. Und das finde ich krass und das muss man beachten. Und man muss alles kritisch hinterfragen. Und ob eine neue Partei dann eventuell eine Veränderung bringen wird, kann ich nicht sagen. Lass uns diskutieren in der Kommentarfunktion. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und dementsprechend freue ich mich auf dein Feedback. Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und munter. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Markus aus Alanya.